Moin, moin, liebe Freunde. Wir sind auf dem Weg zum Stammtisch in Schwanewede. Aber vorher wollen wir noch ein paar Dosen finden. Mit dem Finden ist das ja man immer so eine Sache. Wir waren ja eben an einer Dose und ich selber hatte die schon vor etlichen Jahren gefunden. Nur Mischling noch nicht. Und weil Mischling die noch nicht gefunden hat, habe ich gedacht, na, macht nichts, wir holen sie uns trotzdem. Und jetzt merke ich, ganz schön senil im Kopf. Ich konnte mich nicht erinnern, wo die Dose versteckt war. Obwohl ich sonst bei vielen Sachen immer ein recht gutes Gedächtnis habe, wo so ein Zeug liegt. Ja, also ich sagte schon, wir fahren jetzt Dosen suchen und dann zum Stammtisch. Und 150 Metern links abbiegen. Und dann wollte ich euch draußen in freier Natur eben noch erklären, es gibt für 200 Abonnenten ein kleines Gewinnspiel. So, mal eben schauen, könnt ihr es sehen, 28 Meter von hier ist die nächste Dose und auf geht's. Und hier seht ihr genau mein Navi-Flickenfleck. So habe ich das repariert und scheint sogar wasserdicht zu sein. Zumindest Spritzwasser geschützt. Das habe ich schon in der Küche ausprobiert. Und dann will ich mal gleich das Navi weiterreichen. Ich bin ja heute mehr zum Filmen mitgekommen und nicht groß hier irgendwelche Bäume umknicken, um da irgendeine Dose zu finden. Und schauen denn mal. Der Cache heißt verlassen. Gibt es da überhaupt unter dem Wort verlassen noch einen Hinweis? Oh, hier, ganz nah ran, ganz nah ran. Oh, wir haben eine Dose. Mann, jo. Seht ihr, Leute, so ist das, wenn wir Dosen finden. Und ich freue mich wie ein kleines Kind über solche kleinen Abenteuer. Und das holt mich natürlich auch hinter dem PC weg, ne? Sonst würde ich ja heute Nachmittag wieder einen Film schneiden oder schon Filmsachen vorbereiten für das Event im Saarland unten. Und so bin ich heute frische Luft. Nachher gibt's Kaffee und Kuchen. Mehr braucht ein Mensch nicht, um glücklich zu sein, wenn er eine Dose gefunden hat. Und jetzt nähern wir uns schon wieder einem Cache. Und hier ist ein Schild. Übungsbetrieb, Lebensgefahr, unbefugtes Betreten des Standortübungsplatzes verboten. Aber als Geocacher habe ich ja überall Genehmigung, wegen der GPS-Messung, die ich ständig vornehme. Also hier soll das rosarote Krokodil sein, ein ganz großes Teil. Also eigentlich kann man das ja nicht als Geocacher übersehen. Da ist der schwarz-weiße Rächer. Der Rächer der Enteigneten oder so. Na, wie sagt, hier soll jetzt irgendwo die Dose sein. Also, ich sag mal so, das rosarote Krokodil ist hier auf keinen Fall. Danach brauche ich nicht mehr gucken. Habt ihr schon eine Idee, in welche Richtung das? Das muss hier runter sein. Und wir haben ja den Dosensuchhund dabei und den anderen auch. Einer von beiden hat das bestimmt schon gerochen. Okay. Das war nix. Das Ding sieht zu stabil aus. Aber hier vielleicht. Wow. Treffer. 100 Punkte. Hier gibt's was zum Loggen. So, hier soll eine große Dose liegen. Altkleider und Schuhe. Na? Ah, da ist ja schon das Cache-Versteck. Was ist hier denn passiert? Schöne große Plastikdose mit Deckel
aber Fahrradketten drinne. Hätte, hätte, Fahrradkette. Also wird das wohl die Dose doch nicht sein. Und heute ist an diesem Ort urbanes Cachen angesagt. Denn wollen wir mal schauen, dass wir hier was finden.